Das ist alles bei uns, wird mit Hand gemacht. Das haben Alex und Alan gemacht. Ist aus Metall und Holz, oder? Genau, ja. Und das haben wir auch mit der Hand gemacht. Ist Schlüsselanhänger. Wir haben Tee, wir haben Windräder, wir haben Messerblöcke. Haben wir da so viel mit Blättern und so herbstliche Farben und Traumfänger gemacht. Das ist von mir. Ich habe das mit dem Blattdruck gemacht. Da habe ich einfach Blätter genommen und sie bemalt und so drauf geklatscht, festgemacht und runtergezogen. Und dann habe ich es fixiert. Und das ist auch eine Schaumdruckpaste dabei. Deswegen wird das auch so flaumig und hell. Da haben wir so Armbänder gemacht. Zum wem wir schon beim Knüpfen sind, haben wir auch so Plätzchen gemacht für so Behälter. Und so kleine Täschchen. Traumfänger gibt es auch. Das sind alles selber gemacht, selber gespannt, selber geformt. Danke. Schön. Gut, seid ihr bereit? Auf Da kommt Erde rein und Kresse. Kennt ihr Kresse? Was wird das? Das geht in 4-5 Tagen. Schneidest du es ab und tust das aufs Butterbrot oder im Salat. Ja, super. Es geht ganz schnell, dass das wächst. Also Biohof ist noch ein Kooperationspartner wie in der Rauke. Bei der Wilden Rauke habt ihr ein Feld mit ca. 100 Quadratmetern, das Sie stellen. Das ist schon ordentlich viel Arbeit. Ich glaube, viel von dem Gemüseeintopf essen wir auch von dort. Genau. Ganz frisches Gemüse. Genau, es wird ganz viel mit Holz gearbeitet, was man auch ganz gut sieht. Das sieht stehen wir aber davor. Diese Werkbänke haben die Jugendlichen selbst hergestellt. Bei der anderen Werkstatt sieht man dann noch besser, aber wirklich alles auch mit Holznägeln und so weiter. Also war eine sehr schöne Arbeit. Es gibt viele Wege, die man hier rein. Ich war nur bei einer Infostelle. Wie ich mit der Schule aufgehört habe, habe ich mich da bei das Sprungbrett, das ist extra für Mädchen gemacht. Und da wurde mir das eben nahegelegt und ich war dann bei Space der Girls. Da wurde mir das alles gezeigt und dann habe ich mit Space der Umwelt geraten, da ich auch in die Botanikrichtung gehen bin eigentlich. War das perfekt für mich. War, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, hier zu sein. Weil man macht was, man hat einen Tagesablauf, aber hat auch noch Zeit für sich selber. Aber man hat da Spaß und lernt Leute kennen und viel Geld. Und ja, man sammelt auch viel Erfahrung. Ich bin seit 9 Monaten hier und ich weiß echt viel schon. Also mir wurde viel auf meinem Weg mitgegeben. Und